So, Game geht los. Und da sind wir wieder drin. Wir warten. So, was haben wir? E-Linie, C-Linie. Ja, komm. Gucken wir mal, was hier auf C geht. C3. Na klar. So, dann noch mal. Okay, so. So, C2. Aber zu C3. So, dann mal von oben rein. So, und dann verstecken wir mal uns hier ein bisschen. So, gerade ins Metz gehuscht. Frage ist nur, wie kommen wir nachher rüber? Oder auch nicht rüber? C3 ist unsers. Ja, sobald ich jetzt das Haus verlasse. Oh, da oben sitzen die Sniper. Zumindest können wir dann durchfahren. So, C4 ist das Ziel. Wer ist denn los? Recon ist unser Squad Leader. Wir haben
mal gucken, was der sagt. Mano a mano. Schön, Thompson. Ja, wie gesagt, sobald ich hier rausgehe, ist das Ding wieder verloren. Mir bleibt ja momentan nichts anderes übrig, als hier ein bisschen zu campen. Griesgang. Und ich wollte hier auch extra. Das ist jetzt ein Schnieper oder was? Wo habe ich denn mein Auto? Mein Auto steht da. Okay, no risk, no fun. Okay, mal gucken, wie weit wir zu C4 kommen. Ja. Hier wird gepfiffen, was das Zeug hält. Beziehungsweise. Also nein! Okay, dann könnten wir noch über D fahren. Bis dahin die Zeit reicht. Ja, ich bin raus und wir verlieren C3. Da war der Panzer. Alter, hier sind ja 4 Mann drin. 4 Mann. Cool, da muss ich jetzt sagen, da habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet. 4 Mann waren ja doch 4 Mann zu viel. Und da, wo schießt du hin? Schieß auf wieder. Schieß auf wieder.
Und da war der Scherben im Weg. Ja. Das ist natürlich alles für den Arsch. Mal ganz kurz was gucken. Bin sofort wieder da. Okay, so. C3. Sorry für diese kurze Unterbrechung. So, wo hat sich denn der Schermin versteckt? Alter, diese. Da spielen wir mit drei Mann auf der Seite gegen. Naja, lass es neun sein. Und die ziehen sich jetzt auch noch so weit zurück. Was soll denn die Kacke? Leute, wir sind in der Offensive. Probieren wir nochmal C3 hier. Guck mal, da ist ein Auto. Und schon sind wir wieder bei C3 und wir werden es nicht schaffen, weil C2 einfach mal mit 5 Mann belegt worden ist. Ja. Genauso. Ihr seid alle so clever. Ihr seid die cleversten. Vor allem die sehen, dass ich drin bin. Hätten sie doch zurückfahren können und die mal ein bisschen belegen können. Ja, komm, Sniper, ey. Das triffst mich doch eh nicht. Wenn du mich triffst, dann war es ein Lucky Shot. Genau. Ja, was verlegst du uns denn jetzt nach E1?
Alter, also manchmal. Alter, du kannst uns doch jetzt in der Situation nicht nach E1 verlegen. Da hast du ein Glück gehabt. Fast dir abrasiert. Ja. Alter, so eine Noobs, ey. Da verlieren wir die C-Linie, weil der Trottel uns nach E versetzt. Es ist. Gucken, wie weit wir hier kommen. Irgendwo war der Sniper. Oh, da liegt eine Leiche. Da ist irgendwo ein Tank. Wieder ein schöner, netter Sherman. So. Ich meine, es bringt ja eh nichts. Unsere Leute kommen eh nicht nach. Von daher. Bitte, sind wir schon zu zweit. So, jetzt haben wir eh aber C-Linie verloren. Naja, was er da rumgespielt hat jetzt. Wenn hier unsere Leute nicht bald nachkommen, ist hier Freude aus. So. Moped. Weil ich mich jetzt hier bewege, bin ich eh platt. Unentschieden. Vor allem, was die hier rumgurken, ey.
gucken. Alter, ich schieße eine komplette Salve auf den ab. Wie geht denn das, bitteschön? Wenn wir jetzt auf D sitzt bestimmt der Tank, ne? Unser Tank fährt auch hier lang. So, die Kirche. Lol. Ja, aber ein Tank ist weg. Das ist schon mal. Oder Salz. So, jetzt wird geladen. Ja, Leute, O1, O2. Oh, da schießt mich der Sherman ab, ey. Die haben einfach zu viele Tanks und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, und dein Panzer ist fucking shit. Sorry. Jo, E4 verlieren wir wieder. Ja. Auch eine super bescheidene Runde. So, 30 Sekunden lang. Da kannst du fast gar nichts mehr machen. Oh, fuck, ey.
Trupp verlassen. So eine Kacke, ey. So, ganz kurze Pause und dann geht's gleich weiter.